Das ist die erste Schatztruhe. Das könnte sein, oder? Fühlt sich aber irgendwie so leer an. Vielleicht ist hier irgendwas. Hier laufen so komische Leute rum, ehrlich. Damit ich dir wirklich trauen kann, dass du Gary nicht geschnecklebt hast, musst du Dinge in den Farben von mir und Gary kaufen. Ich bin mir sicher, du schaffst das nicht. Jo Leute, was geht? Ich bin's Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Ihr wart alle der Meinung, ich soll es unbedingt machen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber okay, ihr habt so oft danach gefragt, ihr habt es richtig oft in die Kommentare geschrieben und ihr habt dem Video so viele Daumen nach oben gegeben. Und zwar war das ja in dem Video, wo ich nicht die falsche Schatztruhe wählen sollte. Ja, ihr wart alle der Meinung, ich soll alles kaufen in den Farben von SpongeBob und von Gary. Deswegen werden wir es heute einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie nachher einen Beweis an die verfluchte Nummer schicken muss. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme und ich habe keine Ahnung, was ich genau holen soll. Also es stand nicht drauf genau was, Leute. Also was hättet ihr in den Farben von SpongeBob und Gary geholt? Und ich weiß auch gar nicht, was gerade die Farben sind. Ich muss das ganz genau gleich nachschauen. Und Leute, sprecht mal jetzt bitte den Daumen nach oben, wenn ihr daran glaubt, dass ich das schaffe. Und wir damit das endlich bewiesen haben, dass wir nichts mit Garys Verschwinden zu tun haben. Also springt die Daumen nach oben. Finden wir jetzt bitte 50.000 Leute, die daran glauben und mir Glück wünschen. Bitte, ihr müsst den Daumen nach oben drücken. Also das ist quasi Daumen drücken für mich. Checken wir jetzt eben SpongeBob als erstes ab. Also gelb ist klar. Leute, er hat blaue Augen. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und er hat verdammt lange Wimpern. Oh mein Gott. Rote Krawatte, ein weißes Hemd, braune Hose. Was soll ich in braun finden? Weiße Strümpfe mit einem blauen und roten Streifen und schwarze Schuhe. Gary hat ein rosa Schneckenhaus. Dann hat es so einen roten Kringel drin. Lila Punkte drauf. Blau. Und dann hat er unten so ein bisschen grün. Die Augen sind rot und grün. So ein helles Grün und schwarz. Dann würde ich mal sagen, gehen wir los und besorgen alles. Also wenn das nicht zu SpongeBob passt, dann weiß ich auch nicht. Das ist blau und Quallenfischen, hallo. Nehme ich auf jeden Fall mit. Oh mein Gott, ich finde, das ist total Sommer und voll SpongeBob. Und ich glaube, ich nehme Lila mit. Ich glaube, das hat ja Gary noch gehabt und ja, ich weiß sonst nicht, was ich in Lila holen soll, also nehme ich das jetzt mit. Eine Ananaslampe und auch noch in Gelb. Perfekt. Ich habe jetzt fast alles gefunden in den Farben von SpongeBob. Mir fehlt nur noch Braun und ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwas anderes Cooles finde. Ich sehe hier überall immer Ananas. Mega cool. Also wenn er da mir nicht glaubt, dann weiß ich auch nicht. Es muss einfach klappen, Leute. Leute, die haben keine Palmen mehr. Ich bin traurig. Verdammt, das wäre so cool gewesen. Aber die muss man irgendwie bestellen und ja, ich bin traurig. Aber dafür habe ich was anderes Cooles gefunden. Eins, zwei, drei, Achtung! Rebecca! Zurückgeflogen aus der Stadt nach Hause. Nein, ich wünschte, es wäre so einfach. Aber ich glaube, es wäre auch ein bisschen chaotisch und tollpatschig. Ich würde mir dezent wehtun dabei. Lassen wir das. Fangen wir mal mit der Farbe, Moment, hier habe ich alle aufgeschrieben, gelb an, würde ich sagen. Und zwar einmal, wenn das nicht nach SpongeBob schreit und es hat auch noch grün dabei, dann weiß ich auch nicht. Eine Ananas, ein Floaty. Sieht auch noch die Ananasfarben an. Zufall? Ich glaube nicht. Dann, das ist richtig heftig gelb, ein Ananaslicht. Und die finde ich mega cool. Die würde so gut hier reinpassen. Und das schreit einfach nach SpongeBob. Ich glaube, jeder von euch hätte die mitgenommen, wenn er die gesehen hätte. Dann, was ich auch noch im Angebot gefunden habe, war das hier. Ein Ananasbecher, beziehungsweise so ein Ananasglas. Und ja, das sieht genauso aus wie SpongeBobs Haus. Voll viel Ananas momentan. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht, aber ja. Und ich habe tatsächlich noch was Gelbes mitgenommen. Ich glaube, eine Sache hätte gereicht, aber ich dachte mir, okay, das ist so die absolute SpongeBob-Farbe. Deswegen sicher, sicher habe ich das hier einfach mal mitgenommen. Foam Slime steht da. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Kann das springen? Sieht ein bisschen so aus. Leute, das soll ernsthaft hier Foam Slime sein. Also mal ganz im Ernst. Kannst dich mal reindrücken. Das ist furztrocken, das Ding. Sieht schon so aus wie SpongeBob. Die Form. Wie so ein krüppeliger SpongeBob. Kommen wir jetzt zu Weiß. Und zwar habe ich da was richtig Cooles gefunden. Ein Hula-Hoop-Reifen. Der ist so groß, dass ich voll zurück muss. Aber da ist jede
SpongeBob-Farbe. So ist es SpongeBob und Gary-Farbe drauf, Leute. Also wenn das nicht zählt, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, der Hula-Hoop-Reifen ist so schön bunt und glitzert total. Also wenn ich, glaube ich, schlecht in etwas bin, dann in Hula-Hoop. Keine Ahnung, ich gebe mir Mühe. 1, 2, 3. Oh mein Gott, Becky macht dich zum Affen. Oh, wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Für Rot habe ich das hier mitgenommen. Ja, eine Schippe. Ihr seht richtig. Falls ihr euch jetzt so fragt, Becky, was willst du mit einer Schippe? Warum eine Schippe? Ich dachte mir so, wegen Schatztruhen eigentlich ausgraben. Dazu braucht man ja eine Schaufel, eine Schippe. Und ja, Bikini Bottom und so. Ich dachte, das macht vielleicht Sinn. Deswegen habe ich die mitgenommen. Dann kommen wir zu der Hose von SpongeBob. Die ist ja braun. Und für braun, Leute, da hat sich Becky ein Pony gekauft. Ja, ihr hört richtig. Aber so eins. Nein, ich habe mir so ein Pony geholt. Das kann man in die Mikrowelle tun und dann wärmt es ein. Wie cool ist das denn? Das ist einfach mal ein Kuscheltier und eine Wärmflasche in einem. Ich dachte, das muss ich unbedingt mitnehmen. Dann habe ich für blau, SpongeBobs Augen waren ja blau und blau war ja noch an seiner Socke, habe ich das hier mitgenommen. Piu, piu, piu. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie eine Wasserpistole. Ich fand das irgendwie cool. Und was ich noch für blau gefunden habe, das hier. Ey, das schrie nach SpongeBob. Da ist eine Qualle drauf. Ihr wisst, SpongeBob liebt Quallenfischen. Ja, und ansonsten ist das einfach nur ein stinknormales Notizbuch. Aber ja, das habe ich mitgenommen. Dann hat ja SpongeBob noch schwarze Schuhe. Und da habe ich das hier mitgenommen. So eine Angel. Ist das ein bisschen komisch, dass ich eine Angel genommen habe? Ich hoffe, das ist jetzt nicht total falsch. Keine Ahnung. Ist ein bisschen komisch, weil hier ist so eine Krabbe dran und wegen Mr. Krabs und so. Jetzt kommen wir zu Garys Farben. Rosa. Und da habe ich das hier gefunden. Und das passt sowas von gut. Und zwar ist das einmal so rosa Sand. Und da drin ist einfach mal eine Seesternform. Das ist der Sand, Freunde. Und da kann man das so reindrücken. Seht ihr das? Jetzt. Yay, wir haben hier einen Patrick. Dann hatte Gabby, ist das überhaupt ein Mädchen oder ein Junge? Ich habe gar keine Ahnung. Ein bisschen rot da drin in diesem Schneckenhaus. Aber ich habe jetzt nicht nochmal rot geholt. Ich glaube, das reicht. Aber lila auf jeden Fall. Und da habe ich das hier mitgenommen. Hatten die schon mal das in so einer Folge? Ich habe gar keine Ahnung. Aber ich finde, das schreit auch voll nach Sommer und gute Laune und so. Und was total Gary war, Leute. Gary ist ja so blau-grün. Ich habe einfach mal den perfekten Slime gefunden. Und zwar den hier. Voll cool, dass ich das gefunden habe. Und das passt irgendwie. Slime zu einer Schnecke. Oh mein Gott, den mag ich jetzt schon. Also der andere war dagegen ja ein Witz. Dieser Foam-Slime, aber der ist nice. Und sowas von den Gary-Farbe. Oh mein Gott, ich bin gerade so froh, dass ich sowas gefunden habe. So, das waren alle Farben. Ich hoffe, ich habe damit die Challenge geschafft. Auf jeden Fall gelb habe ich, glaube ich, gut getroffen. Und den Slime da von Gary. Ja, keine Ahnung. So, Leute, mittlerweile melde ich mich jetzt auch mal wieder zurück. Wir haben es jetzt mitten in der Nacht, Leute. Es ist Punkt 3 Uhr. Da seht ihr es. Auf jeden Fall werden wir dieser verfluchten SpongeBob-Nummer das Bild zuschicken, was ich vorher schon gemacht habe, mit all den Dingen, die ich in den Farben gekauft habe. Und mal gucken, was passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es so gut ist, die Nummer um 3 Uhr nachts anzuschreiben. Aber ich war ja sonst ziemlich sauer, weil deswegen nicht Mitarbeiterin des Monats oder so geworden ist. Leute, ich glaube, ich werde wieder Probleme bekommen, aber egal. Ich in den Farben gefunden habe. Oh mein Gott, er ist online. Leute, er ist online. Heiliger Schalenkrebs, du hast tatsächlich was in meinen und Garys Farben gefunden. Leute, er hat bestätigt, dass wir was in seinen Farben gefunden haben. Also, es war anscheinend richtig. Übrigens, Leute, nicht wundern, warum ich jetzt keinen Chat mehr hatte von der SpongeBob-Nummer und mir. Leute, es liegt einfach daran, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt nochmal die Challenge mache von ihm oder nicht mehr. Und dann lösche ich das einfach. Ich habe zwar die Nummer noch eingespeichert, aber ja, nicht wundern. Also ich habe jetzt gefragt, glaubst du mir, jetzt hast du Gary zurück? So eine Algengrütze? Damit ist noch gar nichts bewiesen. Was? Hat er nicht gemeint, wir müssen die Challenge machen, damit er uns glaubt? Wer soll denn sonst Gary entführt haben? Hä? Wer denn? Ja, keine Ahnung. Plankton, Mr. Krabs, Thaddeus? Das meintet ihr auf jeden Fall? Ich doch nicht. Was soll ich mit so einer Schnecke? Ich habe ein Auge auf dich.
Leute, die Tür ist aufgegangen. Gut. Leute, irgendjemand ist da. What? Leute, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Hallo? Hey, wie geht das? Irgendjemand war hier. Vor allem, wie geht das, dass die Tür einfach offen ist?